Der Weg in den Römer gelingt noch ohne Stolpern. Am 25. März 2012 ist Peter Feldmann der Überraschungssieger bei der Wahl zum Frankfurter Oberbürgermeister. Er versteht sich als Anwalt der kleinen Leute, die in der Vergangenheit vernachlässigt worden seien. Es ist was anderes, ob man Menschen zu einer Bürgersprechstunde einlädt und dann müssen die in die Bahn oder ins Auto und ins Rathaus fahren. Oder ob man sich direkt vor die Tür stellt, das erdet einen. Die Zusammenarbeit mit dem Magistrat ist von Beginn an schwierig. 2019 gerät zunächst seine Frau Sybeide in den Fokus. Die Berufseinsteigerin leitet eine AWO-Kita, eingruppiert in die höchste Gehaltsstufe und fährt einen Dienstwagen. Vorteile, die andere nicht genießen. Peter Feldmann streitet ab, Einfluss auf den Arbeitsvertrag seiner Frau genommen zu haben. Seine eigenen Verbindungen zur AWO sind eng. Vor seiner Zeit als Oberbürgermeister hatte er unter anderem eine Stabsstelle bei einer Stiftung inne, die zur AWO gehört. Diese Stabsstelle, die hat mich hellhörig gemacht, weil die gab es vor ihm nicht und nach ihm nicht. Das sah sehr danach aus, dass es eine geschaffene Stelle war, um ihn zu versorgen, dass er von dieser Position aus die Möglichkeit hat, ins Rennen der SPD als Oberbürgermeisterkandidat zu gehen. Der AWO-Skandal gerät ins Rollen. Es geht um horrende Gehälter für die Leiter der AWO Frankfurt und Wiesbaden und Luxusdienstwagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die AWO soll Peter Feldmann im Wahlkampf 2018 durch das Einwerben von Spenden unterstützt haben. Im Gegenzug habe er die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigen wollen. Vorwürfe, die ihn jetzt auf die Anklagebank geführt haben. Ein Oberbürgermeister steht vor Gericht. Ich sage noch einen Satz. Ich würde mir eine faire, unvoreingenommene Klärung wünschen. Peter Feldmann verstört, indem er vor Gericht intime Details über seine Ehe zur Sprache bringt. Schon in den vergangenen Monaten hatte der Oberbürgermeister immer wieder für Kopfschütteln gesorgt. Da waren die sexistische Äußerung beim Flug nach Sevilla zum Pokalfinale und der Auftritt nach dem Sieg der Eintracht, bei dem Feldmann Trainer Glasner und Kapitän Rode den Pokal aus den Händen reißt. Ich kann nur noch einmal aus tiefstem Herzen um Entschuldigung bitten, vor allem bei den Betroffenen selbst. Es kommt nicht mehr vor. Doch selbst seine Partei, die SPD, hält Peter Feldmann für nicht mehr tragbar und trommelt mit den anderen Parteien im Römer für dessen Abwahl.